Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Caber-Video. Und auch dieses Messer will ich noch rechtzeitig in die Kamera halten, solange es noch nagelneu aussieht. Nach dem riesen Koffer und Scheide vom BK7, ne, ist diese Verpackung ja schon fast dezent dagegen. Das ganze Messer kommt um einiges schlanker und kleiner daher, obwohl wir hier wieder eine 7-Inch lange Klinge haben, was ich persönlich als wunderbares Verhältnis zwischen Grifflänge zu Klingenlänge empfinde. Ne? Hier schöner Karton. Auch dieses Messer habe ich von outdoormesser.de gekauft, wo ich übrigens schon seit Jahren so größere Outdoor-Messer kaufe oder gerade diese ganzen K-Bar-Geschichten, denn die haben da wirklich alles im Sortiment und haben noch wirklich gute Preise. Und gerade das USMC, bekannt aus Film, Fernseh und Werbung, ne, bekannt aus sämtlichen letzten von den Amerikanern geführten Kriegen, ne, das berühmte Messer, das man damals, glaube ich, für die Ledernacken für das United States Marine Corps eingeführt hat im Zweiten Weltkrieg, ne? Und gleich vorneweg, das ist ja keine Full-Tank-Konstruktion wie das Becker, ne, sondern es verjüngt sich halt hier und geht in dieser Steckangel-Bauweise hier durch den Griff. Ne. Hier vorne haben wir noch 2 cm Material, geht es hier rein, geht diesen durch den Gradumgriff und endet hier unten noch mit 1 cm, in dem ein Loch ist. Dann kommt hier dieser Kratongriff drüber, geniales Griffmaterial, Kraton, und dann kommt hier dieser Pommel drauf und dann wird von hier eine Achse durchgesteckt durch dieses Teil, ne, und dann ist es eigentlich auch unlösbar miteinander verbunden. Aber ey, da braucht man keine Angst haben, dass das nicht robust genug wäre. Ich meine, das Ding hat im Zweiten Weltkrieg gedient, das Ding hat im Koreakrieg gedient, das hat im Vietnamkrieg gedient, das hat in Grenada gedient und das hat im Ersten Golfkrieg gedient. Ich glaube, dieses Messer ist über jeden Zweifel erhaben, dass es auch hart rangenommen werden kann und selbst hier im Vergleich zu einem Full-Tank-Konstruktion, wir reden hier auch noch über 2 mm. Über 2 cm, 4 mm starker 1095er Kohlenstoffstahl. Also, das Messer hat es bewiesen, dass es was aushält. Ne? Aber ist natürlich gut, es ist eigentlich so, als reines vielleicht nicht, aber als Kampfmesser entwickelt worden für das United States Marine Corps. Aber die Soldaten im Feld nutzen so ein Messer ja natürlich für alles Mögliche. Ne? Und es ist heutzutage erstens ein schöner Klassiker. Ich finde, das Design ist einfach zeitlos klassisch. Hier jetzt mal in einer total modernen Ausführung. Ne? Die normalen waren ja halt diese braunen Lederscheiden mit den braunen Lederringen, Griffen. Und das ist jetzt halt eine neue Interpretation. Die gibt es in Schwarz, wie in diesem Foliage Green mit diesen Kratongriffen. Aber Kraton ist so ein geniales Griffmaterial. Also da brauchst du nichts optimieren oder Klebeband oder sonst was. Die liegen einfach Bombe in der Hand. Es ist ein schöner geschichtlicher Klassiker, für jemand, der Messer sammelt oder so. Gehört mit Sicherheit so ein Original USMC in die Sammlung. Dann aber vielleicht das Originale mit der braunen Lederscheide, wo dann noch ein USMC draufsteht. Gibt es ja auch fürs Heer und was weiß ich was alles. In zig verschiedenen Ausführungen und halt mit den Ledergriffen. Ne? Aber ich habe gedacht, das immer klassisch, ist ja schön und gut, aber da hätte ich dann schon gerne das mit dem Kratongriff. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, schwarzer Kratongriff in schwarzer Lederscheide oder schwarzer Kunststoffscheide oder hier mit diesem schönen, ja, Foliage Green. Wie immer man das übersetzen soll, ne? So eine Mischung zwischen, ne, so einem hellen Oliv und einem Grau. So Betonfarben mit einem leichten Oliv-Touch drin. Hat mir ganz gut gefallen von der Farbe her. Harmoniert schön mit dem ganzen Schwarz. Und ist natürlich, wenn man das mit dem Kratongriff nimmt, in der schwarzen Lederscheide, die absolut super günstige Alternative für ein großes, robustes Outdoor-Messer. Die Dinger gibt es für 80 Euro, ne? Ich meine, in der heutigen Messerpreiswelt brauche ich ja nicht erzählen, wo die Preise heutzutage hingehen. Ne? Ein klassischer amerikanischer Hersteller, made in USA, 1095er Kohlenstoffstahl, pulverbeschichtet, rattenscharf, Flachschliff, 7-Inch Klinge, Kratongriff, sicherer Fingerguard, Lederscheide in dem anderen Ding, in einer anderen Ausführung für 80 Euro so ein Outdoor-Messer. Hey Leute, wo gibt es denn sowas noch? Ne? Also, das ist wirklich noch ein Geheimtipp in Sachen Preis-Leistung, ne? Und die Dinger kosten dann 85 Euro und dann gibt es noch irgendwelche Ausführungen, ich glaube mit den Lederringen in der braunen Lederscheide für 90 Euro. Also 80, 85, 90 Euro kosten diese USMC-Modelle, je nach Ausführung, welcher Griff in welcher Scheide man nimmt, ne?
Aber ich würde sagen, in dem Bereich und heutzutage kein Geld für so ein wirklich hervorragend gut verarbeitetes großes Messer mit dem geschichtlichen Hintergrund und jetzt hier in dieser Ausführung mit einer Scheide, die wirklich top ist. Ne? Da gibt es nichts zu meckern, da gibt es nichts zu modifizieren oder zu bemängeln, genauso wie ich es eigentlich gern habe. Ne? Schön hier vernietet, Druckknopf, ne? Kein Klett oder irgendwelche Nähte, die kaputt gehen können. Einfach, das Ding ist einfach bulletproof. Ne? Hier 8 Nieten drauf, man kann hier noch was durchschlaufen, wenn man es irgendwo hinmachen will. Man kann Karabiner irgendwo hinmachen, das Kopf übertragen, ne? Denn die Klinge rastet hier bombig ein. Vorne bewegt sich ganz leicht die Klinge, ne, über die Länge. Ne, hier vorne kann sie ein bisschen wackeln, aber hier hinten, hier, der, am Griff sitzt bombig. Ne? Und man hat ja hier noch diesen Druck, dieses Druckknopfband, das hier hinten auch vernietet ist. Vernietet. Hier kriegst du wirklich großen Gurt durch. Ne? Und schön schlanke, große Klinge. Ne? Also wer sagt, du, ich brauche ein großes Outdoor-Messer und will nicht allzu viel Geld in die Hand nehmen, ruft euch schwarzer Grat und schwarze Lederscheide in, ich glaube, 79,90 Euro oder sowas. Ne? Also günstiger kommen sie nicht an einen US-Made-Klassiker mit gutem Stahl, Bombengriff. Ne? Das Ding liegt natürlich super sicher in der Hand, ne? Selbst mit nassen, öligen Finger, blutigen oder sonst was. Ne? Hier, wenn du einen Elch aufmachen musst oder sowas, USMC, ne? Rattenscharf. Das hat im Vergleich zum Bäcker, das eine ganz raue Pulverbeschichtung hat, ist das hier ganz, ganz feine Pulverbeschichtung. Ist das überhaupt eine Pulverbeschichtung oder eine Lackierung? Also ich würde sagen, das ist eine super feine Pulverbeschichtung. Wird man dann mal sehen, wie langlebig die ist, aber darf ja dann ruhig später mal auch ein bisschen gebraucht aussehen. Und hat natürlich wirklich ein zeitlos klassisches Design. Also ich finde, das Ding sieht einfach auch so gut aus. Ne? Wir haben hier eine 3,2 mm hohe Klinge und nach 1,5 cm von oben beginnt eben der Flachschliff. Klingenlänge fast 18. 16,5, 16,6 Schneide und hier runter ne, so 17,9 cm Klinge, Gesamtlänge 29,9 cm. Also wirklich ausgewachsen, groß genug für wirklich alle Arbeiten, aber auch noch führig in der Hand, um auch mal feine Sachen machen zu können. Ne? Einfach nicht so ein Brecher, wie heutzutage manchmal gebaut wird, wenn sie irgendwelche 8 mm starken Klingen da ins Feld werfen. Ne? Mal der Vergleich zum Bäcker, das hier so ne, minimal größer ist, ein paar Millimeter der Griff in der Länge und ein bisschen vorne die Spitze, wirkt aber natürlich durch die 4 cm hohe Klinge schon um einiges bulliger. Ne? Wir haben auch hier von 4,2 mm auf 5 mm auch eine etwas stärkere Klinge und haben hier natürlich dann eben die Full-Tank-Konstruktion, ja, dass man hier eben sich das eben von 2 auf 1 cm verjüngt, aber ich denke mal Sachen Robustheit für normale Arbeiten. Wenn ihr das natürlich irgendwo zwischen zwei Holzpflöcke klemmt und mit eurem 30 Kilo Kampfrucksack bei 120 Kilo Eigengewicht mit 150 Kilo da drauf steht, gut, müsst ihr ausprobieren, aber ich denke selbst statt halten 2 cm Stahl. Ne? Ich finde es einfach nur vom. Das ist wirklich ein zeitlos schön designtes großes Messer. Und das hat mich eigentlich gerade zu diesen ganzen großen Messern gebracht, weil das sieht einfach. Ne? 7-Inch Klinge zu 4-Inch Griff, das ist das perfekte Seitenverhältnis für ein schönes großes Outdoor-Messer. Das hat mir einfach so gut gefallen. Und als ich gesagt habe, kommt jetzt brauche ich irgendwann mal so ein USMC. Ne? Und dann natürlich in der wirklich modernen Interpretation. Und die Scheide ist wirklich top. Da gibt es nichts zu meckern. Während es sich am K-Bar, da hat mir diese taktische, molle-kompatible Riesen-Nylon-Scheide nicht so gefallen. Dabei habe ich mir ja die Ledersteckscheide besorgt. Ich finde, so macht das Ding. Und gut, das ist mir so, ne? Outdoor, das ist halt so ein bisschen militärisch. Ne? Was heißt ein bisschen militärisch? Ich glaube, es gibt kein klassischeres Militärmesser, ne? Das ist halt, ja, so ein militärisches Messer. Auch einfach irgendwie. Und dieser Krattungriff. Hersteller sollten viel öfters das Material verwenden. Es ist halt nicht so edel wie ein schöner Holzgriff oder sonst was, aber es ist einfach eine geniale Konstruktion. Ne? So ein fertig gespritzter Krattungriff über so eine Steckangel und hinten mit so einem Pommel. Absolut verlustsicher, geschützt, vernietet. Da könnt ihr auch noch Gewinde hier auf die andere Seite und das Ganze reinschrauben, abfeilen, drüber lackieren. Das wirst du nachher nicht mehr sehen, dass, wie das hier verbunden ist. Das ist einfach eine geniale Grifflösung, die einfach bombig in der Hand liegt. Ne? Wenn man überlegt, ein Design, das jetzt 70 Jahre alt ist. Perfekt. Zeitloser Klassiker. Es gibt einfach so ein paar Messer, die funktionieren einfach ewig. Ne?
Geil. Okay, genug gequatscht. Wir werden das Messer sicher noch ein paar Mal sehen. Ich wollte es jetzt nochmal schön für mich auch filmen, noch im schönen neuen Zustand. Und ich denke, im Vergleich zu den Messern mit glatter, mit nicht beschichteter silberner Klinge, da sieht man die Spuren eher weniger. Ne? Manchmal, selbst nach Jahren des Gebrauchs, ist kaum was zu erkennen. Aber hier wird natürlich früher oder später, je nach Qualität der Beschichtung, üble Spuren zu sehen sein. Darum hier nochmal ein Familienvideo. Naja gut, das sieht auch schon ein bisschen gebraucht aus. Familienvideo im Neuzustand. Ne? Wenn man dann mit denen ein bisschen so rumgespielt und geschnitzt und gearbeitet und geschafft hat, dann wirkt so eine 4-Inch-Klinge richtig klein. Ne? Ja, da sage ich dann lieber, dann stecke ich sowas in, werfe ich sowas in den Rucksack und stecke noch ein Victorinox ein vor alle anderen Arbeiten. Ne? So ein Huntsman mit Messer, Schere, Säge, Dosen, Flaschenöffner. Ne? Und vor alles andere holst du dir so mäßig günstig hier so ein 80 Euro USMC. Genau, Modellnummer 1211. K-Bar. Made in USA. Für diese Preise heutzutage echt ungewöhnlich. Okay, genug gequatscht. Schöne lange Messer. Haben es mir momentan irgendwie angetan, weiß auch nicht warum. Aber weiß ich. Irgendwie cool, oder? Schreibt doch mal drunter, was ist euer gerade lieblingsgroßes Fixblade? Jetzt mal nicht hier in der Klasse, sondern ne, sagen wir so ab 5 Inch aufwärts. Was gefällt euch da gerade? Richtig gut, würde mich mal interessieren. Vielleicht ist ja noch das eine oder andere Schöne dabei, das mir auch noch gefällt. Nee, bleib, schreibt es lieber nicht rein. Ich bin leicht zu beeinflussen und ich bin schwach. Ich bin leicht verführbar. Okay, Leute. Schön. Also, K-Bar hat echt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Meine Frau hat seit Jahren so ein kleines K-Bar-Taschenmesser. Das ist zwar nur so ein Kunststoffgriff mit so einer AOS-8-Klinge drin, Bob Dozier Design, also der Dozier Folder. Die haben damals, glaube ich, weiß nicht, 22, 24 Euro gekostet. Ey, das Ding funktioniert. Natürlich darfst du mit dem Teil nicht hebeln oder betonen mit dem Kunststoffgriff, aber als EDC-Knife super leicht, super schlank, du kannst den Daumenpin rausdrehen. Geniales, einfaches EDC. Dozier Folder, müsst ihr euch mal angucken, auf dem K-Bar. Und die haben halt echt für einen Ami-Shop, für einen Ami-Laden ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wird, glaube ich, immer seltener. Okay, Feierabend, Leute. Wir sehen die Messer wahrscheinlich noch sehr sicher in Videos mal von draußen. Ne? Okay, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hebidi.